Gerhard Sonntag, 67 Jahre, von Beruf Diplom-Ingenieur Automatisierungstechnik hier in Chemnitz studiert. Ab 1977 bei Heggert Werkzeugmaschinenbau, der größte Fräsmaschinenhersteller Europas. War dort 21 Jahre lang beschäftigt in der Prozessrechentechnik, besonders in der Logistik von Hochregalanlagen und einem automatischen Transportsystem. Ich war eher ein unauffälliger Mitbewohner dieses Firmenkomplexes. Ganz unauffällig vielleicht auch nicht. Ich bin zum Beispiel 1987 aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, da müssten alle drin sein, ausgetreten, weil in der DDR da die Zeitschrift Sputnik verboten worden ist. Das gab natürlich großen Skandal, aber ansonsten habe ich mich politisch nicht betätigt. Naja, und dann 1990, ein politisch denkender Mensch bin ich schon immer gewesen, das war natürlich eine Riesenchance, die wir dort gesehen haben. Endlich konnte man möglicherweise was mitgestalten. Endlich waren wir von diesen Zwängen befreit, aber schon nach wenigen Wochen stellte sich heraus, man war wieder anderen Zwängen unterworfen. Wir standen 1990 vor einer ziemlich ungewissen Zukunft. Zwei Problemfelder waren zu lösen. Das eine war, wie gehen wir mit der Vergangenheit um, mit dieser sehr stalinistischen Vergangenheit von Heggert. Das Problem haben wir dann relativ gut und schnell gelöst, indem man alle hauptamtlichen SED-Funktionäre, sagen wir mal, in die Wüste geschickt haben. Das hat zu einer großen Befriedung in der Belegschaft beigetragen. Und man hörte dann auch auf, sich gegenseitig zu bezichtigen, der muss weg, weil er SED-Mitglied ist oder so. Die andere Problemlage natürlich, wie sichern wir die Arbeitsplätze, das war wesentlich schwieriger. Zum einen war zunächst ja auch die alte Führung am Ruder, die mit den marktwirtschaftlichen Erfordernissen ja auch so vertraut nicht waren. Vielleicht haben wir dort auch als Betriebsrat einen Fehler gemacht, dass wir dort eher hätten sagen müssen, es müssen andere Leute dort auch an die Spitze. Allerdings, es gab hier niemand in der DDR, der da sehr versiert gewesen ist, irgendwas zu verkaufen. Weder sich selber zu verkaufen, noch irgendein Produkt zu verkaufen. Das haben wir einfach hier nicht gelernt. Das war nötig in der Gesellschaft. Es war früher in sozialistischen Zeiten eher eine Verteilung der Maschinen als ein Verkauf. Die wurden uns praktisch aus den Händen gerissen. Und in den westlichen Ländern, wo auch Maschinen hingeliefert wurden, war es eine reine Sache des Preises. Also wir haben dort einfach günstig angeboten, damit sind unsere Maschinen abgegangen. Wir mussten also nicht groß werben da. Es gab einen zweiten Nachteil, das waren die in der Zwischenzeit relativ hoch spezialisierten Steuerungen von solchen Bearbeitungszentren. Mit dem beginnenden Aufschwung der Mikroelektronik auch in den westlichen Ländern, da hing ja der Ostblock ziemlich hinterher, sodass also die Steuerungstechnik, die war nicht konkurrenzfähig. Aber die Maschinen, der ganze Produktionsablauf, alles was die ganzen mechanischen Teile betraf, da brauchten wir nicht einen Mitbewerber zu fürchten. Die haben wir uns auch alle angeschaut in den Altbundesländern. Die großen Fräsmaschinenhersteller haben gesagt, ja gut, die kochen alle bloß mit Wasser. Eigentlich kann uns nicht viel passieren. Das bringen wir also auch. Allerdings haben wir unterschätzt, dass wir natürlich auch eine große Konkurrenz darstellten. So ein kompaktes, riesiges Werk war natürlich dann plötzlich ohne Konkurrenz. Naja, und dann wurden teilweise ja von der Treuhand Geschäftsführer eingesetzt. Und das ist natürlich schwierig. Also einerseits braucht man Experten und andererseits darf man natürlich sich nicht die Konkurrenz ins Haus holen. Das war natürlich auch für die Treuhand, da will ich gar nicht so sehr auf die Treuhand schimpfen, war das ein Spagat. Also entsprechende Experten zu holen, die aber nicht Interessen der Firmen vertreten, wo sie möglicherweise herkommen. Und das war ganz schwierig. Aber es gab auch den Fall, dass jemand von der Treuhand gekommen ist, der uns Anfang der 90er Jahre dann einen entscheidenden Tipp gegeben hat, dass man möglicherweise die Absicht hat, Heggert abzuwickeln. Und da konnten wir natürlich gegensteuern, indem wir hier den gesamten Chemnitzer Maschinenbau mobilisiert haben und auf die Straße gegangen sind, gemeinsame Betriebsversammlungen abgehalten haben, bis aus der Treuhand grünes Licht kam, okay, wir werden jetzt versuchen, Heggert zu sanieren und dann zum Verkauf zu bringen. Das zog sich bis 1994 hin.
Und tatsächlich wurde dann Heckert an den schwäbischen Drehmaschinenhersteller Traub verkauft. Klang sehr gut, keine direkte Konkurrenz, aber große Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau. Was wir auch nicht wussten, war, dass Traub zu diesem Zeitpunkt bereits mit 250 Millionen D-Mark verschuldet war und damit wahrscheinlich die Erwägung dort gewesen ist, Heckert zu nehmen und sich darüber zu sanieren. Das hat aber nicht funktioniert. 2 Jahre später musste Traub Insolvenz anmelden und 14 Tage später musste Heckert auch aufs Amtsgericht gehen und Konkurs anmelden. Konkurs bedeutete im Osten allerdings was anderes als im Westen. Es hieß im Osten Gesamtvollstreckungsverfahren und setzte entscheidende Regelungen außer Kraft, nämlich eine Übernahme der Belegschaft bei Fortführung des Unternehmens und eine Übernahme des Betriebsrates. Und damit wurde natürlich der gesamte, oder das heißt, natürlich ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil der Betriebsrat hat sich ja massiv dafür eingesetzt, dass das Unternehmen erhalten geblieben ist. Und ich würde mal behaupten, ohne unsere Aktivitäten in den Jahren bis zu dem Verkauf an Traub, wird es das Unternehmen heute gar nicht mehr geben. Aber es war jedenfalls so, dass der gesamte Betriebsrat keine Anstellung bei Starak, so heißt die Firma, die dann Heckert 1998 übernommen hat, bekommen hat. Mit dem Abstand von heute halte ich es schon für notwendig, dass sich auch Museen, die sich gerade mit Industriegeschichte beschäftigen, sich solchen Prozessen stärker widmen und auch was versuchen, dort zu zeigen. Weil das hat viele Menschen betroffen und bewegt auch viele Menschen heute noch. Wir stehen jetzt hier an der Tafel von 1993. Die hat die IG Metall mal gemacht. Zu einem Arbeitskampf wurde die vom Rathaus aufgestellt. Und das war genau in der Zeit, wo sich die Chemnitzer Werkzeugmaschinen oder die Chemnitzer Maschinenbaubetriebe gewehrt haben gegen das Plattmachen durch die Treuhand. 1993 sieht man an der Tafel sehr gut, gab es die alle noch, zwar mit stark abgesenkten Belegschaften, aber 1994, 1995 oder auch noch später gab es dann viele nicht mehr. Manche wurden aber genau durch solche Aktionen wie diese vom Rathaus auch gerettet vor der Schließung. Und das allerbeste Beispiel ist natürlich die Union, die nach mehreren gescheiterten Verkäufen dann als nicht sanierungsfähig dargestellt worden ist und die sich dann als Mitarbeitergesellschaft neu gegründet hat. Dieser Abbau an Personal war natürlich dramatisch und als Betriebsrat bekommt man das ja nun besonders intensiv mit. Wir waren zur Wende 1990 4.500 Beschäftigte, mit einer eigenen Poliklinik, mit einer eigenen Berufsschule. Was man da alles sich so vorstellen kann, gehörte zu diesem Betrieb. Und das ging dann in Etappen. Immer mal wieder 500 oder 800 Menschen mussten ihren Arbeitsplatz räumen. Das war natürlich auch eine enorme psychische Belastung für alle, die in diesem Prozess mit drinnen gestanden haben. Es war ja eine Sozialauswahl, wie man die sich heute vorstellt oder wie sie auch gesetzlich vorgeschrieben war, ist ja überhaupt nicht möglich gewesen in solchen Zeiten. Das heißt, man musste einerseits sehen, dass der Betrieb noch überlebensfähig war. Das heißt, dass die Fachleute auch nicht von Bord gegangen sind. Andererseits musste man aber versuchen, zumindest ganz schlimme Dinge zu regulieren. Also ich weiß, ich habe mal einen gesehen in der Reihe, wo ich wusste, dass der 5 Kinder hat. Na, den habe ich einfach dann aus der Reihe mit rausgezerrt, der sollte gehen, den Aufhebungsvertrag unterschreiben. Wie kann man solche Ereignisse überhaupt für die Nachwelt aufbewahren? Das ist eine schwierige Frage und das betrifft ja unzählige Menschen im Osten Deutschlands. Das hat unzählige Mitarbeiter von Heckert betroffen, von anderen Werkzeugmaschinenbauern, von anderen Firmen in Chemnitz. Und das ist eine Sache, die, denke ich, auch bis heute nachwirkt, dass Menschen sich so verletzt gefühlt haben, dass sie auch mit der neuen Gesellschaft dann wenig anfangen konnten. Während im Gegensatz zu den Altbundesländern Menschen mit Einführung der Demokratie dann Wohlstand erlebt haben, hat
ein Großteil der Menschen im Osten erlebt, ab heute Demokratie und ab morgen habe ich keinen Arbeitsplatz mehr. Und da den Menschen Demokratiefeindlichkeit von vornherein zu unterstellen, ist schwierig. Und deshalb denke ich, auf der einen Seite ist es schon wichtig, dass man solche Dinge jetzt mal auch noch mal aufarbeitet, um vielleicht auch Gefährdungen der Demokratie, die wir gerade heute aktuell merken und sehen, das hängt auch mit nicht aufgearbeiteten Dingen zusammen in dieser Gesellschaft hier im Osten. Wir haben das auch gemerkt, dass schon viele Manager aus dem Westen mit einer großen Arroganz hierher gekommen sind. So mit der These, also macht mal jetzt, was wir sagen, wir haben es schon immer gewusst, wie es richtig gemacht wird und ihr habt ja eh keine Ahnung von der ganzen Sache.